Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 134 von Avorion. Ja, wir sind hier noch am Asteroiden. Ich hatte da gefragt. Der Thomas hatte auch was geschrieben. Direkt geantwortet hat er hier drauf nicht, aber er meinte ganz einfach, dass ich vielleicht an Handelsposten zum Beispiel Sachen verkaufe und wieder kaufe und verkaufe und dadurch auch meine Punkte mache. Und deswegen vielleicht meint er, dass ich auch diese Asteroiden besser für irgendwelche Minen behalte. Da soll ich auf jeden Fall auch noch nachgucken, ob die Minen aktiv sind, etc. und so fort. Aber da müssen wir uns insgesamt noch um alles drum kümmern, sozusagen. Und er sprach von einer Fandom-Wiki-Seite, die ich auch besucht habe, mir reingeguckt habe, und er hat es dann aber auch so geschrieben, dass ich schauen sollte, ein Schmugglernest da finde. Und wenn wir ein Schmugglernest haben, da mal einen fragen, der uns dann in der Story, in der Quest weiterbringt, ne? Das würde ich sagen, machen wir aber alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ja, wo gibt es das? Das ist die Frage. Also entweder bei so einer Massesignatur hier oder aber hier bei sowas oder so. Da müsste man mal schauen. Die Kuppelsnow-Piraten waren sie im Krieg. Vier Schiffe von Nicole. Ja, ich würde aber jetzt gerade mal hier einfach nebenan mal schauen, zum Beispiel. Da hinspringen und gucken, dass wir da reinschauen und das dort machen, ne? So finden wir natürlich auch vielleicht das ein oder andere in irgendeinem Sektor, so wie diese Leute da alle. Kann man die auch ansprechen? Nö. Das ist unsere Beute, hau ab. Ist das sicher so? Wo ist denn eure Beute? Da ist ein Wrack. Da ist ein Wrack. Da sind alle Wracks, okay. Haben sie schon kaputt gemacht. Da sind noch mehr, ne? Die Signale werden stärker. Was passiert denn, wenn wir mal näher gehen? Wo ist denn diese tolle Beute, die davon gesprochen wird? Auch ein Wrack. Da passiert jetzt nichts, oder? Ja, Wracks, ich ist für mich jetzt sowieso nicht relevant, ne? Lass uns weiterspringen. Mal dahin. Springen wir in den nächsten Sektor halt. Cooldown haben wir auch noch. Müssen wir abwarten. Ja. Fremdartige Schiffe ist erschienen. Kriegen die da jetzt einen auf die Mütze dann? Würde ich jetzt mal abwarten, kurz. Xotan sind das. Die fliegen zu den Piraten und machen die platt, oder was? Schauen wir mal, was da passiert. Okay, die Piraten schießen schon mal. Wer geht denn drauf? Also bei den Xotern sieht es nicht so aus, dass die kaputt gehen. Und bei denen aber auch nicht so wirklich, oder? Ach, da ist eine Hülle, die jetzt gerade runtergeht, wie wir sehen. 96%, 95,9. Wie sieht es hier aus? 100% Hülle. Auch 100%. Ich glaube, die Piraten kriegen einen auf die Nase, ne? Die haben hier Schilde und die nicht, oder was? Sind auch nur noch zwei Piraten da. Nur noch einer. Okay, die Xotern haben das schon erledigt.
Dann wollen wir mal weiter, da kümmern wir uns jetzt nicht drum, ne? Baumantrieb geladen und auf geht's. Schuss. Schuss ist gut, ne? Sprung. Ja, ich habe noch hier der. Ich soll noch nach dem Bergbaukapitän gucken, was da mit der Beförderungsschiff da ist, die Bringschiff, sagt er. Das soll ich noch gucken auf jeden Fall. Und ob die Asteroidenminen noch funktionieren. Und die Staffeln, die wir links sehen, die funktioniert einer immer auch ohne die anderen Klamotten da, ohne diese weiteren, ne? Da müssen wir mal schauen. Mach Platz für unseren König, verlass diesen Sektor sofort. Wo ist denn euer König? Pirat? Plünderer? Gibt's hier den König? Nö, sind ja nur die zwei da, ne, oder? Wo sind sie denn jetzt? Kommen näher, ne? Ja. Jetzt wieder einen Asteroiden erwischt. Warte, da ist auch noch was. Superpirat. Naja, kommen dann. Dann machen wir das mal gerade. Na, Schild ist gleich down. Ich will das Teil da aber erst noch einsammeln. Der ist schon kaputt. Okay. Torpedo ist da. Wird aber nicht gerade abgeschossen. Ah, jetzt hat mich der zweite erwischt. Ach, jetzt sind sie mehr geworden, kann das sein? Das sieht mir doch irgendwie nach so einem Xotan aus, oder? Okay, das hat jetzt keinen Sinn hier. Also müssen wir doch tatsächlich weg, weil es zu viele sind. Allerdings haben wir gerade einen Cooldown von 480. Jetzt müssen wir mal gerade hier schauen. Defensive Torpedosieger. Sind jetzt ein paar mehr geworden, ne? Das ist ein Räuber. Piratenmutterschiff. Der Cooldown dauert jetzt natürlich ewig, ne? Wird das jetzt abgeschossen oder nicht, diese Torpedos? Drei Stück im Anflug. Einer, zwei, drei. Okay. Ja, jetzt kriegen wir einiges ab. Jetzt müssen wir mal gerade schneller fliegen. Ein bisschen außer Reichweite kommen. Der Torpedo-Abfangkanone, die müsste eigentlich hinten sein, ne? Es sind einfach zu viele da, ne?
Das wäre jetzt schön gewesen, wenn er auch geschossen hätte, aber es passiert gerade nicht. Der ist kaputt. Torpedo sind erwischt. Der kommt durch. Sieht gerade nicht so gut aus. Torpedo im Anflug wieder. Da unten ist er. Abgeschossen. Abgeschossen. Zwei Torpedos im Anflug. Auch wieder nicht abgewehrt. Okay, müssen wir gerade mal wegfliegen. Ja, aber die kommen immer nach, glaube ich. Das nützt nichts, aber wir müssen die Zeit so oder so runterbringen, ne? Der ist weg. Der ist auch weg. Aber die anderen sind alle nur da, ne? Na komm schon. Na. Schon kaputt. Ja, der nächste Treffer sitzt jetzt gleich mal ordentlich, oder? Und du noch. Der ist wohl bewegungsunfähig oder was? Sektor gesichert. Das war das, was wir wollten.
So, jetzt müssen wir nur ein bisschen einsammeln, ne? Da oben ist noch einer. Den möchte ich noch gerne haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. Da ist auf jeden Fall noch was. Sieht nach einem Orangen aus, der relativ gut sein könnte. Neutronentorpedo, es war nur ein Torpedo, okay. Da ist auch noch was. Sammeln wir das auch noch ein. Ich glaube, wir kommen erst da vorbei, wa? Okay, da sind mehrere Stellen, da ist auch noch eine. Dann fliegen wir gerade hier noch vorbei. Und den da oben noch, wenn es dann nicht auch noch ein Torpedo ist. Nobelstinger selten. Ja. Da ist jetzt das nächste. Glaube ich. Während da links auch noch was ist. Aber wir machen erstmal die da. Das ist alles in grün. Und dann haben wir links noch ein blau und da oben ist noch ein orange dabei, ne? Ein Torpedo. Sag jetzt nicht, das sind alles nur Torpedos oder sowas. Das ist ja auch immer doof dann, ne? Aber ein Handelsposten sehe ich gerade, ist da hinten auch noch. Okay, wo sind die anderen Sachen? Da oben. Fliegen wir da mal an. Noch mehr Torpedos. Jetzt sausen wir gerade da dran vorbei. Den nehmen wir mal mit. Liegt gerade so schön auf dem Weg, ne? Langzeitbolter. Okay, das ist eine Waffe gewesen. Da links blinkt auf jeden Fall was. Das müssen wir gleich angucken. Okay, was ist das jetzt hier? Sieht nach einer Kanone aus. Langzeitbolter wieder. Und das war Top-Vierfach-Bolter, okay. Und das andere war ein Standard-Maschinengeschützturm. Da unten ist noch was. Wo ist denn das blinkende Ding jetzt hin? Da. Jetzt sollte ich das erstmal nehmen. Ah, das ist ein Versteck wahrscheinlich. An den Asteroiden oder was? Ich glaube, da war es gerade, ne? Da ist es gerade gewesen. Ein Sender ist das, okay. Ja, wenn wir schon gerade da sind, ne? Piraten greifen den Sektor an. Wieder die Operation Exogos Mission anpinnen mit Tab. Nee, mache ich jetzt nicht.
Piraten sind da hinten. Da ist noch was zu holen. Das sieht nach einem roten aus da. Dann würde ich das mal nehmen. Wrack ist klar. So, rundherum sehe ich sonst nichts mehr. Nur noch diese eine Stelle. Da müssen wir noch die Piraten da vielleicht einmal nehmen, damit die Handelsstation in Ordnung bleibt. Das war, glaube ich, das dicke Schiff, was ich da einmal erwischt habe, ne? Na komm schon. So, was ist das jetzt für ein Ding? Auch eine Kanone, sehe ich schon. Distanz, dreifach Point Defense Geschützturm. Und dann waren hier noch ein weißer, ist da noch. Geschützkontrollsystem, Super Duo auf bei der Abwracker und Geschützkontrollsystem, okay. Da ist noch einer. Kommt der da auch noch dran? Ist der Handelsposten kaputt? Nee, ne? Ich dachte, wir hätten den Sektor hier gesichert. War wohl nichts mit sichern, ne? Jetzt erstmal die Beute einstreichen. Abwracker war das. Und jetzt bist du dran. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Das sind nur zwei Weiße. Zaubenwrack? Jo. Ist so weiß, ne? Oder ist es rot? Geschützkontrollsystem. Obwohl, es wird auch weiß sein, ne? Abwracklaser. Einmal hier noch den grünen. Ist das andere ein blauer? Ich glaube ja, ne? Subsystem. Und das andere war, was ist es denn? Raketenwerfer. So. Die Handelsstation haben sie wohl kaputt gemacht, kann das sein? Okay. Dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal hier. Können wir schon reparieren. Gucke ich gerade schnell noch. Hat wohl funktioniert. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.